Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut immer, was ich euch mitgebracht habe. Die 8098 von 2010, ein Clone Turbo Tank, ganz fantastisch. Clone Wars wirklich in der absoluten Hochzeit und es ist ein tolles Set. Der liebe Max hat es mir ausgeliehen, vielen Dank dafür, und ich mache gerade so ein bisschen Special mit dem AT-TE und dem alten auch und dem AT-OT und Dropship, und wir haben so viel Spaß und natürlich werden wir gucken, dass ich die euch einfach mal zusammen gleich noch zeige. Aber erst einmal kurz zu diesem netten Set. Es ist doch ein schönes Set. Wunderbarer Fünfachser, besser gefedert als das blaue Elend. Wir haben unglaublichen Spaß. Zwei großartige Anleitungen sind dabei, in Top-Zustand, und wir haben natürlich Figuren. Und die eine ist hier ein bisschen locker, entweder ist sie locker gespielt oder meine Platte hat sich lose gespielt, ich weiß es nicht. Aber schaut da mal, wir haben natürlich Anakin und wir haben natürlich Ahsoka, das ist klar. Ahsoka ist es, genau, Ahsoka. Wir haben aber auch noch hier drüben Aya Secura oder Aya Secura oder wie auch immer. Auf jeden Fall eine Figur, die damals absurd teuer war. Wir reden über absurd 30 Euro aufwärts. Und er hat sich da ein bisschen relativiert über die Zeit, weil sie nochmal in einem anderen Set vorkam. Am Anfang war das der Knaller, als die aufgetaucht ist. Nach ein paar Jahren Clone Wars das erste Mal, alles durchgedreht. Sehr, sehr cool Cad Bane. Der ist mittlerweile bald so teuer wie sie. Und dann haben wir hier noch zwei nette Klone. Jeweils mit dem hier klassischen Klongesicht. Der eine ist ein bisschen commandermäßig ausgerüstet. Und ich meine, Cad Bane ist schon hart cool. Ja, also mal kurz den Schlapphut abgenommen. Und das ist quasi der Indiana Jones in der Clone Wars Szenerie für mich. Also so rein optisch. Ich meine, der Schlapphut und der Outfit, sensationell. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ob der cool ist, ob der doof ist. Gut, böse, ich weiß es nicht. Ein sympathischer junger Mann, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dieser Klontrupper hat sich hier wirklich lose gespielt. Das passt schon. Oder sein Blaster hat sich irgendwie da weggehebelt. Es sind übrigens alles normale Blaster und mal direkt drei Lichtschwerter dabei. Keine Stud-Shooter oder irgend sowas. Die waren alle noch bei Sinnen, als sie das hier entwickelt haben, und dann kam was Cooles bei raus. Also lustige Figuren. Wir gehen einmal durch. Farbenfroh sind sie auch, gell? Orange, blau, ne? Ist schon ein bisschen was dabei. Würde ich mal sagen, also wirklich alles in allem 45 cm, Kanone bisschen weg, sind es nur noch 41 cm. In der Höhe liegen wir bei hier so 17, 18, hier oben dann bei 20 und ja, 17. 17, das reine Umbaute sind so 14. Ich finde, es ist ein cooles Ding mit einem lustigen Griff. Der ist sehr wichtig für uns. Und wir können alles Mögliche damit machen. 2010 ist also schon die moderne Ära von Lego. Es ist alles relativ gut verkleidet, noch nicht perfekt. Man kann hier und da reingucken, aber lang nicht mehr so große Spaltmaße. Ist eigentlich alles ganz fein. Wir haben sowieso einen stabilen Bau. Das ist gar keine Frage. Und ihr seht ihr das? Wenn ich den hier so hin und her neige, lenkt der automatisch. Der Wendekreis ist absurd, aber er hat eine Lenkung. So, geht immer so rüber. Die mittlere Achse ist gefedert. Der Rest baumelt. Wie beim 42070. Gleiche technisch aufwendige Sache, nur dass hier noch diese echte Federung dabei ist, was das Set wesentlich cooler machen lässt. Jetzt der eine Punkt. Man sieht es meistens so, würde ich sagen, vom Winkel her. Weil man einfach so schräg so ein bisschen drauf schaut. Also das dürfte so ungefähr der Blick sein. Wenn man den allerdings hochhebt, merkt man, dass der Bau hier aufhört und dann hier nichts kommt, bis dann hier unten zu den Reifen. Also da ist es eine Linie, wie abgeschnitten. Das sieht mittel aus. Also echt mittel. Aber ich denke mal, wenn man damit spielt, ist es okay. Man sollte, wenn man aber das Ding ausstellt, ihn recht tief positionieren, nicht irgendwie auf Sichthöhe, weil dann guckt man die ganze Zeit da unten in das echt Unverkleidete gar nichts. Und das ist ja irgendwie nicht besonders schön. Aber ansonsten gefällt er mir gut. Wir haben natürlich 8 Teile-Highlights. Aber einmal kippe ich euch mal auf die Seite, damit ihr das mal seht. Und 1100 Teile, 1150 Teile oder irgendwas. Also echt schon ordentlich. Ist eins der größeren Sets. Und wie gesagt, 2010 eine großartige Zeit für Star Wars. Und für Star Wars Clone Wars vor allem. Wirklich, wirklich tolle Zeit. Wir kommen zu ein paar netten Features, die ich euch natürlich zeigen möchte und teilen. Okay. Hier sind diese Schalen, hier gab es noch in einem Ninjago-Set dann gar nicht mehr. Hier oben die großen 6x12 Teil Modified, die in dem
eigentlich nur noch im großen Superstar Destroyer so richtig häufig vorkam. Ansonsten teures Zeug. Die 6er Parabolspiegel hier. Auch wirklich unschön. Das sind die mit den ungefüllten Stats. Die Teile sind teilweise. Sind teilweise wirklich ein bisschen bitter zu kriegen. Das ist so. Vor allem bei diesen alten Star Wars Sachen, wenn sie cool sind. Und das ist eins der coolen alten Star Wars Sets. Hat aber auch einen Spielwert, nicht nur einen Teilewert. Hat hier vorne natürlich Kanonen, kann man mit rumballern. Man kann es aber auch aufklappen in alle Richtungen und das dann hier mit ein bisschen, hier oben hakt es manchmal ein bisschen, aber das kann man hochnehmen. Komm, App, einmal für euch, einmal ein Cockpit, kann man natürlich Leutchen reinsetzen. Unterbringen, gar keine Frage. Dahinter geht dann erstmal die Technik los. Da sieht man so ein bisschen Gewürstel drin. Das löst sich gleich ein bisschen das Thema, wenn wir das hier aufklappen. Das ist ein bisschen abgesichert. Diese Clone Turbo Tanks gab es ja ein paar Mal. Und hier oben haben sie immer eine 2x2 Fliese draufgesetzt, um diesen Hebeleffekt ein bisschen abzumindern, damit das nicht ständig abbricht. Kann trotzdem sein, dass man es mal in der Hand hat. Ist aber keine schlimme Sache. Und dann klappt man das hier runter. Und das finde ich sehr nett. Dann kann man nämlich hier so ein kleines Kerlchen rausholen, der hier in diesen kleinen Schienen drin sitzt. Seht ihr die? Seht ihr die kleinen Schienen? Hier unten ist eine Plate Modified angebracht, also 2 an der Zahl und dadurch wird das gesetzt. Und das hier ist, wenn man den jetzt so ein bisschen hinsetzt, so da und dann Kanone nach vorne, so ein kleiner Läufer. Der Wiesel durch die Gegend, Klon drauf und die Sache hat Struktur. Schön im Putz. Der kommt mal hier rüber. Und auf der anderen Seite, ihr könnt euch jetzt denken, was ich mache genau das gleiche wie dort, macht man das auch auf. Und dann hat man hier so ein, das kann man auch noch klappen, so ein kleines Control Center. Ja, so eine Steuerungseinheit, weiß ich nicht. Setzt man auch 1 bis 2 Leutchen rein und die können dann auf diesen Teils da rumtappen und irgendwas einstellen. Weiß ich nicht was. Hier unten auch die Plate Modified dran. Ja, ist so ein putziges Beiwerk. So, und jetzt, wenn man hier reinguckt, sieht man dann auch da hinten in dieser Fläche einfach hinein. Das war jetzt eben nur durch den mangelnden Lichteinfall natürlich nicht zu sehen. Das ist da drin teuflisch bunt. Ich weiß nicht warum, ob das storymäßig so sein soll oder nicht. Hier hinten sind da nochmal 2 nette kleine Aufbewahrungsmöglichkeiten, Behälterchen. Die kann man aufklappen, wenn man mag. Und das ist ziemlich unverkleidet da drin. Aber das Problem ist halt natürlich, wenn man diese beiden Sachen da drin hängen hat und man klappt sie dann hoch, ist der Raum in der Mitte gefüllt. So kann man es natürlich auch sich überlegen, ob man da Platten reinmacht. Dann kann man Figuren transportieren und klappt das hoch und hat halt die Gimmicks nicht dabei. Was man halt mag. Ne? Genau. Und das klappen wir wieder hoch. Schließen wir wieder ab. Hier können wir da auch mal ein bisschen klappen. Wie machen wir das? Welche richtige Reihenfolge hatte ich da abgemacht? Habe ich das jetzt schon wieder geschafft? Ha! Da sitzt es wieder und runter. Das wieder fest. Hier oben ist ein bisschen lichter. Hier kann man drehen und ballern. Das kommt runter. Kann man drehen und rumballern. Das ist auch wieder alle tot. Oder ein bisschen tot. Geht doch wie die 1. Dann ist aber auch alles weg. Also nicht nur die Munition ist weg, sondern auch das... Also alles ist weg dann. Aber gut, es macht nichts. Brauchen wir jetzt gerade eh nicht. Will euch dann nämlich später noch was zeigen. Machen wir es so gleich ganz ab, das ganze Ding. Dann haben wir hier, wie gesagt, diesen Griff. Normalerweise ist dieser Pin weiter oben. Ich habe ihn jetzt mal aus späteren Gründen schon weggetan. Das hier ist dann einfach nur Verkleidung, damit er sich nach hinten verjüngt. Ja, das geht einfach nur rein. Hier die Time Modified sind auch recht teuer. Nicht so schlimm wie die großen, aber halt auch schon irgendwie 40, 50 Cent. Und die, das hier hinter ist nichts. Dahinter ist auch wirklich nichts. Also... Man kann das so leicht klappen, aber nicht weiter. Da würde ich, also wenn es meiner wäre und ich wollte damit was machen, würde ich hier definitiv richtige Gelenke reinmachen, dass man das aufklappen kann, weil es ein cooler Raum dahinter. Da ist nichts, da ist ewig Platz, also kann man doch super nutzen. Cool wird es dann schon wieder eins weiter. Da hat Lego den Platz nicht verschwendet. Das hier kann man auch wieder aufklappen, auch wieder auf meiner Seite hier. Und da drin ist ein kleiner Sockel, um Waffen zu transportieren. Die 2 Blaster, die die Jungs in der Hand haben und hier nochmal 2 Gewehre. Finde ich cool, ist auch hier wieder drauf gesetzt. Diese grünen Plate Modified mit den Rails an der Seite, die waren gerade billig. Zur Zeitpunkt der Entwicklung dieses Sets, die haben sie überall reingeknallt. Dann haben wir hier vorne noch eine schöne Bumme. Kann sich auch wieder einer reinsetzen. Das kann man hier ganz nett über diese Druidenarme verstellen, hin und her, rumballern, dreht sich frei. Spaß für die ganze Familie. Und hier vorne eigentlich mehr oder weniger die gleiche Sache wie
also hier hinten gleiche Sache, wie wir es vorne schon hatten. Haben wir hier nochmal ein Kajütchen. Da kann man Leutchen reinsetzen. Ganz viele eigentlich. Für zwei ist Position, aber man bekommt doch noch mehr rein. Das eiert hier schön hin und her. Das ist, hat was Beruhigendes, glaube ich, wenn man es die ganze Zeit macht. Und da kann man Leutchen untersetzen. Hier sind übrigens Aufkleber. Keine Prints, das sind Aufkleber. Prints bis auf die Fliesen an dem Set nicht wirklich am Start. Aber gut, man kann durchgucken. Da müssen halt nochmal Platten zur Verkleidung drunter. Das ist aber das gesamte Thema an diesem Set, was die untere Seite angeht. Die haben sich oben tatsächlich Mühe gegeben, das nett zu machen. Ich finde auch hier, das sieht auch detailreich aus. Völlig unnötig detailreich. Also ich finde es toll, gar nicht unnötig. Aber im Vergleich zu dem hier unten dann, wo sie einfach sich gedacht haben, nö, nicht mal eine normale Platte haben wir noch übrig. Nichts mehr haben wir übrig. Und das hätte auch nicht den Federweg eingeschränkt. Also man hätte da an der Seite einfach nur ein paar Technik-Bricks reinsetzen müssen. Dann kann man da Pins befestigen, diese Halbpins, und dann von außen einfach Platten andrücken. Einfach nur eine Verkleidung, gesimple. Oder ihr nehmt einfach irgendwelche Wedgeplates und knallt die da dran. Irgendwas, weil das sieht wirklich einfach abgehackt aus. Das ist so eine Linie, deswegen fällt es noch so auf. Und dann sieht man die ganzen dunkelgrauen Technik-Bricks und unten aber normale hellgraue Steine. Hätte man da auch Technik-Bricks genommen, wie gesagt, hätte man oben unten Pins, Platte davor, hätte gut ausgesehen. Nehmt sie aus eurem Regal. Aber es ist halt die Sache, wenn ihr irgendwie 100 irgendwas hingelegt hast, denkst du dir, die drei Platten hätten sie unten schon ranmachen können, ne? Haben sie aber nicht. Die Reifen übrigens, also die Felgen, das sind die, die in Weiß auch auf den Technikmotorrädern drauf fahren, zum Beispiel. Ansonsten nicht so stark in Verwendung, ist ja ziemliches Spezialteil. Muss man so sagen, ziemlich Spezialteil, dafür gleich 20. Also jeder, der sie haben wollte, hatte sie dann ausführlich und ausreichend. Definitiv. Sind übrigens die leichten Dämpfer, die weichen, in hellgrau. Wie findet ihr denn das? Ich finde das Ding eigentlich ganz cool. Also so einfach von der Funktion, von dem Aufklappen. Ich mag das halt auch damals bei den Space Pullis. Ihr erinnert euch, zeige ich euch auch nochmal. Da konnte man auch immer irgendwo noch was aufklappen. Hier sowas dazwischen wie so ein Waffenrack. Das finde ich cool. Das finde ich ziemlich schade, verschwendet, dass man das nicht aufklappen kann. Hätte ich doch cool gefunden, wenn man da auch nochmal irgendwas dazwischen packen kann. Oder vielleicht eins von den Geräten von hier dort rein. Da kann man hier Truppen unterbringen oder so. Und vorne und hinten Steuerung, keine Ahnung, aber fahren die Dinger vorwärts, rückwärts? Oder fährt er nach da und schießt dann nach hinten sozusagen nochmal? Ich weiß es nicht. Aber das macht auch nichts. Farblich bis auf diese gelben Technik-Ausrutscher da drin, von denen ich auch nicht genau weiß, aber vielleicht sehen die Dinger gelb innen aus, ist ja alles möglich, haben sie sich eigentlich von außen ganz, ganz okay gehalten. Also hier ist kein Blödsinn dabei. Und jetzt passt mal auf. Ich versuche das mal. Ich habe ja jetzt schon hier oben die Kanone weggemacht. Es kann sein, dass mir die seitlichen noch abbrechen dabei, weil das wirklich auf den Millimeter läuft. Haben wir ja noch den Bonus. Obacht 10195, das Dropship. Und das ist ein cooles Teil. Und ich habe es euch ja schon am, gut, jetzt die Reihenfolge, wie ich es poste, weiß ich nicht, am ATT gezeigt und natürlich am ATOT. Hier ist ein wunderbarer Mechanismus zum Andocken. Habe ich den gelöst? Ja, den habe ich gelöst. Jetzt mal gucken, es kann sein, dass ich hier ein, zwei Versuche brauche, weil ich das hier nicht so richtig gut festhalten kann während dieser Operation. Da komme ich nicht wirklich gut ran, aber ich versuche es. Und hier komme ich hin, ich versuche mit dem Finger zu halten und dann kann man das hier drüber setzen und dann hat man einen Clone Turbo Tank an der Angel. Und los geht's. Ist das großartig? Ja, ich würde aber schon sagen, dass das großartig ist. Sensationell und los fliegt man. Jetzt kann man auch die Kanone wieder draufsetzen, aber im Andock. Und da habe ich es abgerissen. Im Andock-Vorgang wird es kurz eng. So, stelle ich nochmal kurz weg. Das ist das Gegenstück zu hier. Das fällt immer mal ab. Man setzt es einfach wieder dran und es geht direkt weiter. Ist nichts Tragisches, aber es wäre natürlich schön, wenn da nochmal Platz gewesen wäre. Genauso wie die hier oben. Würde die hier vorne sitzen, wäre es kein Problem. Das rumgedreht ist halt so. Ist wahrscheinlich im Film so. Was soll's. Ich finde die Idee auf jeden Fall cool, das hier zu schnappen. Und dann kann man da was machen. Und das ist das Gleiche. Ich habe da mal was vorbereitet. Wie bei dem, den man hier einfach daneben setzt und man hat dann die große Freude. Man kann da greifen und nicht zu vergessen natürlich dem Dropship zugehörig diese Variante. Und hier sieht man jetzt auch nochmal, und da wollte ich auch nochmal kurz drauf eingehen, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man das hier befestigen kann, weil die hier komplett locker sind. Also die kann man einzeln für sich bewegen. Die hier sind mit Gummis gespannt. Die in der Mitte sind dafür lose.
Und die hier sind komplett lose, nur das in der Mitte ist dann durch die Feder gespannt und die anderen bewegen sich jetzt so durch diese Fortbewegung immer nach links und rechts. Das heißt, der ist wirklich zum Fahren tatsächlich geeignet. Der hier ist ganz gut zu stabilisieren, weil er eigentlich immer ausgerichtet ist. Man kann immer gut setzen. Und der hat halt natürlich ist am wandlungsfähigsten, in welche Position man ihn bringen möchte. Man kann ihn ein bisschen aufbocken, ein bisschen tiefer legen und so weiter, je nachdem, wie man mag. Aber auf jeden Fall, wenn man die drei hier hat und man hat das Dropship dazu, was ja bei dem hier mit dabei ist, ist doch einfach eine richtig coole Clone Wars Welt. Ja, das ist doch der absolute Knaller. Und diese Bodenfahrzeuge sind einfach mächtig. Und jetzt könnte man natürlich so einen Panzer hier einfach mal in groß bauen. Und da geht was. Auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß. Max, dir vielen Dank fürs Ausleihen. Ich hoffe, es hat euch auch amüsiert, auch wenn ihr vielleicht an Star Wars nicht so nah dran seid. Aber ich bin es auch nicht und trotzdem habe ich Spaß an sowas, weil es einfach gut konstruiert ist. Und Freude macht einfach mal zu sehen, dass das klappen kann. Und dass ich jetzt auch verstehe, warum so viele auf so etwas mal wieder warten, dass es das in der klassischen Variante gibt. Aber vielleicht mit dem neuen Clone Wars haben wir Glück und es kommt irgendetwas in dieser Art. Ganz genau so ist es. Schaut auf den privaten Markt. Ich als Händler besorge sowas nicht mehr, weil es einfach wahnsinnig teuer wird und das bringt euch doch dann auch nichts. Vom Privat kriegt ihr es dann kurz in die Waschmaschine und danach sieht das Zeug gut aus, im Wäschenetz natürlich. Und ihr habt viel Freude und könnt Star Wars wieder so genießen, wie ihr es möchtet. Lego macht es einem ja echt gerade nicht sehr leicht. Ganz genau so ist es. Kommt doch mal gerne bei mir vorbei. Freitag, Samstag bin ich in meinem kleinen Lädchen für euch da. Ihr wisst, im Juni 2019 bin ich nicht vor Ort, aber das steht ja überall links und rechts. Ihr wisst genau Bescheid, ab Juli bin ich ja wieder da. Richtig, so haben wir das. Habt eine großartige Zeit, macht etwas Tolles. Bis bald.